Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Birke Opitz-Kittel und ihre Tochter Miriam. Herzlich willkommen. Danke. Dankeschön. Birke, bei Ihnen wurde mit 37 Jahren ein Autismus diagnostiziert. Darüber wollen wir sprechen und was es bedeutet, mit einer Autismusstörung zu leben. Und darüber, was es für Sie als Familie bedeutet. Sie haben 5 Kinder. Miriam, Sie studieren Wirtschaftswissenschaften und begleiten Ihre Mutter, wenn es denn der Zeitplan überhaupt dann auch zulässt. Und jetzt habe ich gerade gesagt, mit 37 Jahren wurde das bei Ihnen diagnostiziert. Da mag man drüber stolpern. Denn wie wurde das denn überhaupt festgestellt, dass es sich um Autismus handelt? Ja, also vielleicht überlegt man sich oder denkt man in der Regel, dass es schon als Kind diagnostiziert wird. Allerdings ist es früher so gewesen, dass man, ja, dass es dann noch gar nicht so populär gewesen ist. Und da kommt noch eine Besonderheit hinzu. Ich bin eine Frau, ja, und bei uns Frauen ist es zum Teil noch schwieriger mit der Diagnostik. Warum ist das so? Ja, weil sie eigentlich überwiegend an den Männern ausgelegt ist. Und es mag auch einige Männer geben, die sehr gut maskieren können, aber wir Frauen sind da in der Regel besser. Also das heißt, also was mich persönlich betrifft, ist es so, dass ich wirklich sehr, sehr lange maskiert habe, also auch nicht auffallen wollte. Also ich wusste nicht, dass ich Autistin bin, aber ich hatte immer Angst. Also ich habe natürlich gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Maskiert, da muss ich gerade mal nachfragen, heißt das, dass Sie in einer gewissen Rolle waren, dass es niemand merkt oder wie können wir uns das vorstellen? Genau, also ich habe mir gezielt abgeguckt, wie man sich in verschiedenen Situationen verhält. Das mache ich auch heute noch so. Also es ist auch eins meiner Spezialinteressen, Filme anzusehen und zu schauen, wie verschiedene Menschen auf verschiedene Situationen reagieren und wie man am besten darauf reagiert, beziehungsweise wie man diese Reaktion bekommt, die man dann gerne möchte. Und habe auch viele Ratgeber gelesen, allgemein Psychologie. Es interessiert mich einfach sehr. Und wie gesagt, ich habe sehr genau gemerkt, dass etwas mit mir nicht stimmt, schon von klein auf. Aber ich habe gedacht, wenn das rauskommt, egal was es ist, vielleicht nimmt man mir dann die Kinder weg und ich wollte auf keinen Fall auffallen. Das ist aber rauszuhören, dass Sie sich ganz besonders für dieses Thema auch interessieren. Sie haben dann auch Selbsthilfegruppen gegründet. Ja. Und Miriam, ich habe gerade schon gesagt, Sie versuchen Ihre Mutter in den Situationen, wo es Ihr Zeitplan zulässt, zu begleiten. Genau. Wie ist es denn jetzt, wenn Sie unterwegs sind, wo würde man denn feststellen, dass Ihre Mutter von Autismus betroffen ist? Also ich würde da jetzt als Laie überhaupt nichts merken. Ja, das ist das Gute daran, dass sie sehr gut maskieren kann. Ich denke, von außen sieht man das nicht sehr auffällig. Man merkt es dann erst, wenn man wieder zu Hause ist, im geschützten Raum. Wenn man dann die Hüllen fallen lässt, sag ich mal, die Maske fallen lässt, dann merke ich schon, dass sie sehr angestrengt ist und sich ausruhen muss. Und auch unterwegs merke ich einfach, weil ich sie gut kenne, dass da eine gewisse Anspannung mitspielt und versuche sie, die Anspannung einfach ein bisschen zu nehmen. Sie sind jetzt aus Fürth gekommen, dort leben Sie. Was haben Sie denn gemacht, damit sich Ihre Mutter jetzt wohlfühlt, damit es für Sie nicht anstrengend wird? Ich habe sie abgeholt und wir sind zusammen zum Hauptbahnhof gefahren. Und ich habe dann, es sind wirklich keine Heldentaten. Ich habe einfach nur geschaut, in welchen Waggon müssen wir, was ist unsere Platznummer und habe sie da mit hinbegleitet, hingeführt. Jetzt hat man so am Rande immer schon mal etwas von Autismus gehört und ich habe es so verstanden, dass es auch eine ganz besondere Sinneswahrnehmung ist. Birke, können Sie das mal beschreiben? Also der Punkt ist ja erstmal so, dass ich erstmal lange nicht wusste, dass andere Menschen anders wahrnehmen. Woher soll man das dann überhaupt wissen? Ja? Ich habe mich nur immer gewundert, eine Sache, zum Beispiel ist mir ganz früh schon aufgefallen, dass ich Gesprächen nicht folgen konnte, wenn viele Menschen noch nebendran gesprochen haben und ich verzweifelt versucht habe, mich auf die Person zu konzentrieren, aber ich konnte nicht filtern. Also ich höre alle Gespräche sozusagen gleichzeitig. Aber das beinhaltet auch andere Geräusche, ne? Ob das jetzt das Vögel sind oder zum Beispiel im Unterricht, wenn das Fenster offen war und ich höre jedes Auto und mir ist es dann wahnsinnig schwer gefallen, mich überhaupt zu konzentrieren. Und natürlich ist es jetzt auch das Sonnenlicht. Also ich persönlich, ich leide sehr im Sommer. Also es ist einfach, das Licht ist einfach so intensiv. Aber natürlich auch im Winter, wenn es geschneit hat, der Schnee sehr sehr hell. Wie gesagt, Geräusche. Da strömt ganz viel auf ganz Sie ein. Ganz viel. Ja. Und auch Gerüche. Also ich kann mich da sehr schlecht schützen. Miriam, Sie haben eben mal gesagt, dass Sie auf Ihre Mutter aufpassen im Alltag, damit sie entspannt ist. Wie haben Sie denn
in Ihrer Familie festgestellt, dass da etwas anders ist als bei anderen Leuten? Ja, also normalerweise ist ja so, dass die Mutter auf die Kinder aufpasst. Und klar, meine Mutter hat auf jeden Fall auf mich aufgepasst. Bloß es gab irgendwann einen Wendepunkt, als ich älter geworden bin, wo sich das so ein bisschen gedreht hat. Und das habe ich nicht bei anderen Kommilitonen oder Freunden oder so feststellen können, dass sie auf ihre Mutter so viel Acht geben. Können Sie das beziffern? In welchem Alter war das? Puh, ich würde mal sagen, mit 15, 16 habe ich auf jeden Fall schon die Initiative ergriffen und ein bisschen mehr aufgepasst. Aber ich denke, das hat schon auch früher angefangen, ja. Haben Sie das automatisch entwickelt oder, Birke, haben Sie Miriam dazu aufgefordert? Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich sagen, dass die Miriam auch von ihrer Persönlichkeit jemand ist, der, wie soll ich sagen, ist jetzt natürlich schwierig. Also ich habe häufig auch die Ruhe weg, sagen wir mal so. Und ich glaube, das ist ein guter Orientierungspunkt, wenn man selbst sehr gestresst ist, wenn dann jemand sagt, alles ist gut, wir haben unseren Platz gefunden, es kann nicht mehr viel schief gehen. Sie sind gut organisiert. Das auch auf jeden Fall, würde ich von mir behaupten, ja. Macht das Ihnen dann sogar Spaß? Weil ich meine, wenn man als junger Mensch natürlich dann gefordert ist, auch für die Mutter zu sorgen, da muss man ja auch gewisse Opfer bringen. Wie ist das für Sie? Opfer würde ich das jetzt nicht betiteln. Klar, ich habe den Zeitaspekt, aber ich denke, für Dinge, die einem wichtig sind, findet man seine Zeit. Und wenn es mal nicht geht, dann finden wir dafür auch eine Lösung. Jetzt ist es ja so, dass man immer dazugehören will. Und Birke, ich glaube, das ist etwas, was Ihnen früh aufgefallen ist, dass das so nicht der Fall war. Wie haben Sie das registriert? Also schon sehr früh. Also ich kann mich noch erinnern im Sandkasten schon, dass ich da gespielt habe und die anderen Kinder beobachtet habe und mich gefragt habe, was ist das? Was haben die an sich, dass die Freunde haben, dass die miteinander spielen? Und ich habe das einfach nicht verstanden, wie das geht. Also ich hätte wirklich gern irgendwie dazugehört, weil ich ja gemerkt habe, ich bin nicht nur außen vor, sondern halt auch nicht beliebt. Also wirklich einfach immer, später in der Schule dann auch immer gemobbt worden und so weiter. Und ich habe einfach nicht verstanden, was da fehlt mir irgendwas. Und ich habe, also das ist auch heute noch so ein Punkt, wo ich einfach weiß, das wird sich vielleicht großartig nie ändern. Beziehungsweise deswegen ist mir auch Aufklärung so wichtig, weil ich glaube, wenn die Menschen verstehen, um was es geht oder für ihnen das nicht mehr so fremd vorkommt, vielleicht sind sie dann auch offener, um mit Autisten umzugehen. Da haben Sie sogar Selbsthilfegruppen gegründet. Man hört ja ab und zu mal was von dem Thema Autismus und beispielsweise bei Greta Thunberg wurde das dann medial groß aufgegriffen oder auch bei Bill Gates und Steven Spielberg. Ich könnte mir aber vorstellen, das ist bei jedem nochmal individuell. Deswegen macht das wahrscheinlich auch eine Diagnose so schwer, oder? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also jeder Autist ist anders, so wie neurotypische Menschen eben auch. Es gibt natürlich immer Punkte, die bei jedem gleich sind. Also zum Beispiel mir ist Struktur sehr wichtig. Ja, ich möchte am liebsten immer wissen, wie ist der Tagesplan. Deswegen war das jetzt auch für mich zum Beispiel ein Stresspunkt, hierher zu kommen. Sobald ich weiß, ich habe irgendwo einen Termin, dann geht die Planung los und es geht auch schon eine Woche vorher los, ne? Dass es genau durchgetaktet wird, dass ich genau weiß, wie das funktioniert. Und vielleicht ist es bei anderen Autisten nicht immer exakt genauso, aber wie gesagt, so bestimmte Punkte sind dann doch ähnlich. Struktur, Rituale, Ordnung, ja. So etwas dann. Genau. Sie wollen Betroffenen von Autismus weiterhelfen, Sie wollen das Thema öffentlich machen, das haben Sie eben schon angesprochen, haben Selbsthilfegruppen gegründet und Sie gehen da mit gutem Beispiel voran und haben Ihre Geschichte öffentlich gemacht in Ihrem Buch Mama lernt Liebe. Und da beschreiben Sie auch Ihr Aufwachsen und das war alles andere als liebevoll. Warum wurden Sie von Ihrer Mutter abgegeben? Ehrlich gesagt weiß ich darauf auch nicht so eine genaue Antwort. Meine Mutter hat mich zuerst mitgenommen und dann, sie hat selber noch studiert und wahrscheinlich war ihr dann einfach der Aufwand zu groß und sie hat mich bei meinem Vater dann wieder abgegeben, der eigentlich finanziell sehr gut situiert war und da vielleicht auch deswegen das Sorgerecht zugesprochen bekommen hat. Das war früher ja nicht so oft gewesen, ne, dass man dann beim Vater aufgewachsen ist. Eher untypisch, ne? Ja. Ist eher untypisch. Und meine Mutter ist dann auch ein paar Jahre auch nicht mehr gekommen. Und ich denke, das ist bestimmt ein Punkt,
der für mich nicht so einfach gewesen ist als Kind. Und Sie haben sich dann selbst früh entschlossen, Mutter zu werden. Sie sind fünffache Mutter. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es drei Väter dazu. Das heißt, es war also auch erstmal ein langer und schwieriger Weg, den heutigen Mann zu finden. Wie war das? Ja, also ich denke, das ist auch, wie soll ich sagen, so, wenn ich das so aus der Retro-Perspektive betrachte, ja, ich glaube, ich wollte auch einfach dazugehören. Ich wollte einfach ein ganz normales Leben, ne, und habe gedacht, okay, Vater, Mutter, Kind, vielleicht ist es das, was, wahrscheinlich hat es mir ja auch gefehlt. Allerdings war ich auch sehr naiv an die Sache herangegangen. Und habe mich natürlich auch von den Männern zum Teil überrumpeln lassen, habe nicht verstanden, um was es den Männern geht, was ja zum Teil bestimmt sicherlich auch im Autismus liegt, dass ich, ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen Autisten fragt, also nicht alle, aber das ist so ein Witz diesbezüglich, willst du meine Briefmarkensammlung sehen, dann nimmt er das durchaus wörtlich, ja, und so habe ich auch viele Sachen einfach wirklich ernst genommen, die gar nicht so ernst gemeint waren wahrscheinlich. Ja, gerade dieses Soziale wird ja immer den Autisten zugeschrieben. Ich habe mal was notiert, was es darüber heißt. Schwierigkeiten sollen sie haben, normale soziale Beziehungen aufzubauen, Sprache nicht normal benutzen oder gar nicht und ein zwanghaftes, ritualisiertes Verhalten haben. Wobei ich das jetzt bei Ihnen überhaupt nicht feststellen würde. Das macht es dann wiederum so schwer, dass Autismus dann ja auch so unterschiedlich sich darstellt, ne? Ja, wobei ich das jetzt auch aktuell unterdrücke, ja, weil ich mich einfach sehr konzentriere, aber das kostet natürlich sehr viel Kraft. Und das ist eben auch so ein Punkt, dass man sich schon als Autist in gewisser Weise anpassen kann, weil es einfach die Gesellschaft fordert. Aber dass es diese Kraft, die das kostet, die erfordert dann irgendwann ihren Tribut. Also mit Angststörungen, Depressionen, Zwänge und so weiter und so fort. Wobei Sie eine unglaubliche Kraft haben müssen, denn als fünffache Mama und dann haben Sie auch noch mal eine Ausbildung gemacht, sind zur Schule gegangen und alleine dieser Trubel zu Hause, das ist ja schon enorm anstrengend. Wie fertig sind Sie dann am Abend? Also jetzt sind die Kinder ja zum Glück schon ein ganzes Stück größer. Was mir aber auch immer wichtig war, war eine Struktur. Also das haben ja auch die Kinder immer wahrscheinlich auch gemerkt, dass es gewisse Regeln gibt und die mussten oder die habe ich auch reingehalten. Und ich glaube, das hat es dann auch wenigstens, wie soll ich sagen, war eben ein geregelter Ablauf. Ja, das war sehr wichtig für mich und für die Kinder. Und ich denke, im Nachhinein war das auch der gute Weg. Miriam, sowohl Ihre Mutter als auch Ihr Bruder Jonas haben eine Autismusdiagnose. Sie sind, und das hat Ihre Mutter eben schon gesagt, ja, Sie sind mit einem besonders guten Organisationstalent und auch mit einer Ruhe ausgestattet. Liegt das vielleicht auch daran, dass Sie einfach selbstständiger sein mussten? Bestimmt. Also es gibt auch dieses Sprichwort fordern und fördern. Und ich denke, das trifft auf mich zu in der Situation. Aber nichtsdestotrotz habe ich bestimmt auch Eigenschaften mitgebracht in das Ganze. Wie ist das denn innerhalb Ihrer Familienstruktur? Denn da gibt es einen Bruder, Jonas. Bei ihm wurde auch Autismus diagnostiziert. War Ihnen das, Birke, dann sofort klar, dass er das hat? Also, dass er Jonas das hat, also ich bin schon sehr früh darauf angesprochen worden, dass mit ihm was nicht stimmt. Also er war wesentlich auffälliger. Allerdings war das damals für mich auch, um Gottes Willen, hoffentlich. Also ich habe damals so diese Diagnose, das ist ja schrecklich, ne? Also das war so noch, ich hatte auch noch diese ganzen Rain Man und diese ganzen Vorurteile einfach im Kopf und habe gedacht, oh Gott, wenn er jetzt Autist ist, das wäre ganz schlimm. Inzwischen weiß ich, dass es nicht schlimm ist, ja. Es kommt immer darauf an, wie auch das Umfeld gestaltet ist, ja. Wenn das Umfeld gut angepasst ist, also sich auch ein bisschen dem Autisten anpasst, dann kann man selbstverständlich gut leben, ja. Also das ist keinesfalls eine schreckliche Diagnose. Es gibt ja sogar ganz besondere Fähigkeiten und es gibt sogar manche Arbeitgeber, die ganz besonders danach suchen, weil es so besondere ganz Fähigkeiten genau gibt. Ganz genau. Und das, finde ich, ist auch ganz wichtig, in den Vordergrund zu rücken, dass Autisten auch sehr wohl auch gute Arbeitnehmer sein können, sehr gut in ihrem Job sein können. Es muss halt einfach geschaut werden, dass das Umfeld passt. Und dann sind es wahrscheinlich ganz normale Kollegen, wie alle anderen auch. Jetzt interessiert mich nur, in Ihrer Familie war es ja so, Jonas bekam dann irgendwann die Diagnose. Ich glaube, Sie hatten Ihre Diagnose damals vermutlich noch lange nicht. Und auch beim Jonas war es sehr schwierig. Da hieß es dann, ja, vielleicht
vielleicht, man möchte ihm keinen Stempel aufdrücken oder weil er dann, das ist ja eine lebenslängliche Diagnose oder vielleicht ist es eine Modediagnose und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich so, dass eine Diagnose, ja, dass dann auch bestimmte Hilfen daran geknüpft sind. Also erst dadurch hat er die Möglichkeit gehabt, einen Schulbegleiter zum Beispiel zu bekommen. Und ja, von daher war das auch ganz wichtig, die Diagnose zu bekommen. Und wie gesagt, er war wesentlich auffälliger als ich. Genau. Wenn man Ihr Buch liest, hat man den Eindruck, dass Jonas da richtig was raus gemacht hat, weil Sie gerade Schulbegleiter auch ansprechen. Er hat dann sogar innerhalb der Schule über Autismus aufgeklärt. Hat ihn das insofern auch bestärkt? Also Jonas klärt heute auch, wie ich, über Autismus auf. Ich denke, es gibt auch keinen anderen Weg, als dass man es einfach akzeptiert. Und dass man Autist ist, eine andere Möglichkeit sehe ich gar nicht. Es geht da, nicht wieder weg. Ja, da durchzukommen. Und dann ist es einfach gut, wenn so viel wie möglich viele Menschen darüber Bescheid wissen, wie man einfach mit uns umgehen kann. Sie haben Selbsthilfegruppen zum Thema Autismus gegründet, hatten wir gerade kurz angesprochen. Jetzt ist es auf der anderen Seite ja so, Menschengruppen, all das, was so eine Versammlung ausmacht, das Treffen, Smalltalk, das ist ja etwas, was jemanden mit dieser Diagnose ganz besonders anstrengend. Wieso tut es dennoch gut? Das ist jetzt eine ganz interessante Sache, weil wenn ich unter Autisten bin, nur unter Autisten in der Selbsthilfegruppe, dann ist es seltsamerweise nicht mehr anstrengend, ja, weil ich denke, dass wir irgendwie auch unsere eigene Kommunikation haben. Diese ganzen Dinge, auf die man achten muss, wenn man auf neurotypische Menschen trifft, die fallen dann auf einmal weg. Also ich weiß noch, als ich auf andere Autisten getroffen bin und habe dann zwangsweise so die Hand gegeben und der andere erstmal so erschrocken zurück. Und ich, ach Gott, hier muss ich das ja gar nicht. Und ansonsten habe ich das immer im Kopf. Hand geben, anschauen, fragen, wie geht's oder guten Morgen sagen. Also ich weiß, ich bin ganz oft in den Kindergarten rein und wollte die Erzieherin was fragen und die dann immer, guten Morgen, Frau Opitzkittel. Und ja, guten Morgen, weil ich einfach... Ja, Sie wollten das schnell das Thema erledigen. Ja, haben, ne? Dieses Drumherum, was soll denn das dann immer? Ne? Und das fällt halt einfach unter anderen Autisten weg. Wir wissen von unseren Schwierigkeiten, wir wissen, wie wir miteinander umgehen können. Und es ist einfach weniger anstrengend. Es ist eigentlich ganz angenehm. Ganz spannend, das ist eigentlich, Miriam, haben Sie das mal erlebt, dann in so einer Gruppe, wie sich die Menschen dort unterhalten? Was wäre da jetzt anders auch noch? Also im Grunde, wenn wir drei jetzt Autisten wären, was würde wegfallen? Das Smalltalk. Alles drumherum, es geht, Klartext wird geredet. Nichtsdestotrotz wird gelacht, es wird gescherzt. Und die sind auch sehr offen und erzählen und sehr lebendig auf jeden Fall. Also ich war jetzt ein, zwei Mal dabei und eine coole Runde auf jeden Fall. Es klingt doch im Grunde viel besser sogar als dieser Smalltalk, der manchmal überflüssig ist. Also könnten wir uns alle nicht etwas abgucken? Also was man sich auf allem, was ich mir wünsche, was man sich abgucken könnte, das wäre dieses Drumherum-Gerede. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, steht mir das, was ich anhabe? Und ich denke mir, oh Gott, ich habe gelernt, wenn ich jetzt sage, nee, das sieht nicht gut aus, also das kriege ich zu Hause dann immer gespiegelt. Nee, Mama, das sagt man nicht. Also ich muss mir dann irgendwas ausdenken, wie ich jetzt aus dieser Nummer wieder rauskomme. Das ist bei Autisten, unter Autisten kann ich einfach sagen, nee, lass das lieber. Beziehungsweise wäre es ja wahrscheinlich auch egal. Also da wird nicht so, also mag auch Autisten geben, denen es total wichtig ist, aber in der Regel die Autisten, die ich kenne, die sind eigentlich, denen ist es eigentlich egal, wie jemand aussieht, sondern es kommt wirklich darauf an, akzeptiert mich der Mensch so, wie ich bin, verstehen wir uns auf der Ebene und da geht es nicht so um so Äußerlichkeiten. Klingt doch im Grunde sehr viel zielorientierter. Ist es denn manchmal schwierig, Miriam, können Sie das beurteilen, so die direkte Kommunikation? Weil eigentlich sehnen wir uns im Leben doch nach der direkten Kommunikation. Wie meinen Sie mit schwierig? Naja, ist es dann tatsächlich schwierig, wenn jemand dann nicht drumherum redet? Denn eigentlich ist es doch gerade gut, wie Ihre Mutter sagt, ja, es direkt zu sagen, das sieht nicht gut aus und fertig. Dann weiß man, woran man ist. Ja, das ist schwierig zu sagen. Also man muss immer einen guten Mittelweg finden. Also zu Hause weiß ich kann direkt sein. Ich kann auch, sie nimmt es mir auch nicht übel, wenn ich mal sage, nee, das Essen ein bisschen weniger Salz beim nächsten Mal, dann ist es halt so. Aber ist ja auch keine Kritik, ist ja vielleicht dann einfach ein Fakt. Genau, aber im beruflichen Umfeld merke ich dann schon, darf man nicht immer ganz so direkt sein. Da ist Smalltalk dann doch noch ganz wichtig. Wenn Sie uns vielleicht nochmal deutlich machen können, wie sich bei Ihnen Autismus äußert. Ja, also wenn ich jetzt heute zum Beispiel den Tag nehme, ich weiß, das ist jetzt ein anderer Tagesablauf
und ich muss das Haus verlassen. Was für mich auch nicht immer unbedingt einfach ist. Ne? Ich weiß, okay, heute ist es besonders heiß. Das ist für mich schon eine große Schwierigkeit. Viele Autisten haben noch größere Probleme mit Hitze als andere auch. Ich muss rausgehen. Das ist schon eine bestimmte Herausforderung. Und dann, weil ich das weiß, setzt mich das so unter Druck, dass ich dann anfange zu zwängeln beispielsweise. Was bedeutet das? Also ein klassisches Symptom, sage ich mal so, dass ich schaue, ob der Herd auch aus ist. Und ich bin sehr froh, wie meine Familie damit umgeht. Also es ist jetzt nicht so, dass dann einer sagt, jetzt stell dich nicht so an, der Herd ist aus, komm, sondern sie lassen mich in Ruhe. Sie wissen, das ist einfach so. Oder sprechen höchstens mal ein paar beruhigende Worte, komm, ist alles in Ordnung. Oder ich schaue auch mit, nein, alles ist gut. Und zuletzt habe ich mir einfach dann einen Trick ausgedacht, dass ich mit dem Handy dann fotografiere, ob der Herd aus ist oder nicht. Aber das sind solche Sachen, oder habe ich was vergessen, die Tasche wird x-mal ein- und ausgepackt. Ja? Also einfach dieser Stressfaktor allein das Haus zu verlassen. Wobei das ja wahrscheinlich viele kennen, also ich kenne das auch, dass man denkt, oh Gott, habe ich die Kaffeemaschine an oder aus, ich weiß es nicht und so weiter. Das beschäftigt einen dann irgendwie den ganzen Tag. Das heißt, Sie wissen schon, welche Zwänge da auf Sie zukommen und können im Vorhinein reagieren? Ja, schön wär's, ne? Also nur weil ich darum weiß, heißt es nicht, dass ich sie abschalten kann. Ich habe nur für mich gemerkt, je mehr Stress ich habe, desto mehr sind diese Zwänge da. Und je mehr ich dagegen ankämpfe, dann kommt halt irgendwas anderes, ja. Und ich muss einfach gucken, dass ich meinen Tagesablauf wirklich so ruhig wie möglich, dass ich nicht so in Not komme, weil das ist tatsächlich dann in Not geraten. Wir sagen uns ja immer, ach, wenn Stresssituationen kommen, erstmal tief durchatmen. Ist das was, was bei Ihnen hilft? Also mein Psychologe würde es jetzt auch sagen, atmen, Frau Opitzkittel, atmen, das habe ich schon x-mal gehört, ja. ja, also wahrscheinlich würde es helfen, also ich atme jetzt einfach mal. Und ja, wie gesagt, das sind eben noch andere Situationen, wie Menschenansammlungen oder ich weiß jetzt hier am Stuttgarter Hauptbahnhof, ne, und ich kenne mich nicht aus, das war so, und ich weiß aber, die Miriam ist dabei, sie kennt sich auch nicht aus, aber irgendwie findet die sich zurecht, ohne in Panik zu geraten, ohne überfordert zu sein, schleust mich dann durch die Menge durch und das ist dann einfach schon eine große Erleichterung. Ein Open-Air-Konzert mit vielen Menschen, für Sie wahrscheinlich eher Horror als Horror. Vergnügen. Horror. Also nein. Also ich weiß zwar, dass es auch Autisten gibt, die das mögen. Ja? Also mögen auch manche ins Fußballstadion zu gehen. Für mich nicht. Also Horror. Wenn man mich bestrafen will, dann steckt... Nee. Ja. Kann es passieren, dass Sie mehrere Tage zu Hause sind in der Wohnung und nicht rausgehen? Ja. Also eigentlich muss es auch immer einen Grund geben, einen triftigen Grund. Und manchmal versuche ich auch selbst aus Vernunftsgründen zu sagen, du musst jetzt mal wieder raus, damit du das auch nicht verlernst. Also ist Quatsch, man verlernt es nicht. Aber trotzdem muss ich mich auch manchmal zwingen. Und dann ist es ganz gut, wenn ich immer irgendwelche Arzttermine oder so habe, aber dass ich wenigstens ab und zu mal das Haus verlasse, weil ich habe schon die Tendenz dazu, mich zu Hause einzuigeln. Ja. Jetzt haben Sie mit 37 die Diagnose bekommen. Hat sich seitdem etwas verändert? Können Sie dadurch, dass Sie es wissen, anders damit umgehen? Wie verhält sich das? Also ich bin gnädiger mit mir geworden. Also es gibt Dinge, die ich mir auch selbst nicht verzeihen konnte. Ne? Wenn es dann heißt, ja, wir fahren jetzt in Urlaub oder wir machen einen Ausflug und ich sage, ja, ja, toll, weil ich mich wirklich freue. Aber es geht dann doch nicht. Und ich finde das, fand das immer furchtbar. Was mache ich, tue ich denn den Kindern an? Und jetzt weiß ich einfach, die Familie weiß es, ich weiß es, wir versuchen halt einfach eine Lösung B zu finden. Und die ist dann zum Beispiel, dass mein Mann dann halt sagt, okay, er macht das, ihm macht das nichts aus, die Kinder freuen sich und ich habe meine Ruhe sozusagen und es ist in Ordnung. Und genau. Ja, da muss man dann flexibel reagieren können, ja, dass sie auf jeden Fall wieder ihre Ruhepunkte bekommen. Genau. Sie sind in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Familie, Mutter von 5 Kindern. Und Sie machen auf die Diagnose Autismus in Selbsthilfegruppen und jetzt auch gerade bei uns in den Medien beispielsweise aufmerksam. Mit 34 Jahren sind Sie ja nochmal in die Schule. Wie viel Mut hat das gekostet? Also ich muss dazu sagen, dass ich immer unglücklich war mit dem, dass ich nicht das Abitur machen durfte. Also wirklich von zu Hause aus. Ne? Ich hätte es gern gemacht, aber man hat es mir verboten. Und von daher war das eigentlich schon auch schon immer ein Herzenswunsch von mir gewesen. Und hinzu kam eben, dass mein Mann sehr schwer krank geworden ist. Und ich mir gedacht habe, okay, wenn er nicht mehr arbeiten kann, dann arbeite ich jetzt, ja. Und von daher war ich eigentlich schon immer sehr zielstrebig, sehr tatkräftig. Und ich wusste, war damals in der Realschule gewesen und wusste aber, dass ich noch Kapazitäten frei habe. Also es war für mich sehr einfach.
Und vor allen Dingen hatte ich die Schule sehr positiv in Erinnerung. Insofern, also nicht durch, also die Pausen nicht, also wegen das des Lernen Mobbings. Wahrscheinlich eher, ne? Ja, aber die Lehrer, die haben mir einfach, ich wusste immer, wenn ich was weiß, das waren wirklich die Menschen, die mir eigentlich eine positive Rückmeldung gegeben haben. Und dann daher habe ich mir eigentlich keine Sorgen gemacht, wenn ich in die Schule komme, das wird wieder, da habe ich mich zumindest im Unterricht. Also dann daneben nicht, aber im Unterricht habe ich mich eigentlich immer wohlgefühlt. Was war dann Ihr Plan, Abitur und dann? Ja, also eigentlich habe ich immer davon geträumt, Ärztin zu werden. Und diesen Traum hatte ich auch nie hinterfragt gehabt. Habe immer gedacht, ich möchte anderen Menschen helfen. Und allerdings, als dann das Abitur immer näher kam und dann wurde mir aber klar, oh mein Gott, und jetzt könnte ich vielleicht tatsächlich Medizin studieren und ich mag doch gar keine anderen Menschen anfassen. Ich mag sie doch gar nicht so nah an mich ranlassen. Und dann irgendwie ist mir richtig schlagartig klar geworden, das ist eigentlich gar nicht der Weg, den ich einschlagen könnte, möchte und dass das überhaupt nicht geht. Das wäre zu viel Überwindung dann für Sie gewesen. Ja, und das ist auch vollkommen unrealistisch. Also vor allen Dingen Nachtdienst, verschiedene Schichten, es ist absolut unrealistisch. Welchen Weg sind Sie dann gegangen? Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss ja was machen, was von zu Hause aus geht. Und habe bei der die einzige staatliche Uni, ist die Fernuniversität in Hagen. Und habe gedacht, was haben die denn da für Studiengänge? Und im Gegensatz zu dem, was man immer von Autisten glaubt, ach, die studiert jetzt Informatik oder Mathematik. Also das ist gar nicht der Bereich, der mich interessiert hat. Und das ist ja auch so ein Vorurteil, ne? Dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich eben Jura. Und weil ich auch fälschlicherweise davon ausgegangen bin, dass es da um Gerechtigkeit geht, ja, und habe mich habe irgendwann verstanden, dass es das nicht unbedingt ist, ja, und habe mich da aber so überfordert. Ich habe mich einfach wahnsinnig überfordert und hatte auch mit Prüfungsangst zu kämpfen. Also da muss man ja auch in fremde Räume. Die Leute kannte ich alles nicht. Also ich war so dermaßen überfordert, dass das dann eigentlich auch der Auslöser war, warum ich überhaupt dann nochmal zum Arzt gegangen bin, wegen der Diagnose oder wegen der Diagnostik allgemein, weil ich nicht mehr konnte. Also ich habe, meine Maske ist einfach gefallen. Durch die Überforderung konnte ich nicht mehr maskieren und erst da war es eigentlich offensichtlich, was ich alles für Schwierigkeiten habe. Mit dieser Diagnose, in dem Moment, wo Sie die Diagnose bekommen haben, wie ging es Ihnen da? Also zwei Sachen. Also auf der einen Seite war ich erleichtert, weil ich endlich wusste, was los ist, ja. Und konnte mir dann auch sehr vieles erklären. Andererseits, natürlich ist Autismus nicht heilbar und das habe ich ja vorhin schon anklingen lassen. Es ist so, ich weiß, ich werde immer so bleiben und es wird immer meine Schwierigkeiten geben und ich muss irgendwie lernen, damit umzugehen. Miriam, Sie studieren Wirtschaftswissenschaften. Mit welchem Ziel? Was wäre so der Sechser im Lotto? Also ich möchte gerne ins Marketing gehen. Ich mache auch ein duales Studium, also ich bin bei einer Firma fest angestellt. Ich habe auch meine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe Kauffrau für Versicherungen und Finanzen gelernt und eben in Kombination mit dem Studium, ja. Wie ist das jetzt gerade, weil die Studierenden waren natürlich auch nochmal in einer extremen Situation durch die Pandemie. Wie ist das für Sie gewesen? Ja, also aus dem Kinderzimmer zu studieren ist nicht ohne, sage ich mal so. Vor allem, wenn dann der Staubsauger an der Tür klopft, sage ich mal. Ist schon schwierig, da Uni und Privat zu trennen. Aber es geht ja allen so, wir sitzen alle im selben Boot. Und das tröstet dann doch ein wenig. Das klingt nicht so, als würden Sie es als verlorenes Jahr sehen. Nein, also es hat auch seine Vorteile. Der Fahrtweg fällt weg. Und ich habe mich mit meinen Kommilitonen trotzdem noch ausgetauscht. Also per Zoom oder so kann man ja trotzdem noch quatschen miteinander. Birke Opitz-Kittel, Sie hatten eben mal gesagt, dass Ihr Mann nicht mehr arbeiten konnte und Sie sich dann zu einer Ausbildung entschlossen hatten. Ich glaube, Ihr Mann ist gelernter Altenpfleger und hat auch als Industriekaufmann gearbeitet. Was hat den Ausschlag gegeben, dass er nicht mehr arbeiten konnte? Also er ist noch Informatikkaufmann. Also er hat Multiple Sklerose und verschiedene andere Erkrankungen noch und unter anderem eben auch dieses Fatigue-Syndrom. Ich weiß nicht, ob Ihnen was sagt, durch Corona. Erschöpfungssyndrom. Genau, durch Corona ist es jetzt auch mehr so in die Öffentlichkeit geraten, dass er einfach nicht mehr konnte. Also vor allen Dingen zuerst als examinierter Altenpfleger, ist er ein wahnsinnig anstrengender Beruf. Und dann eben hat er noch diese Umschulung gemacht, aber es ging einfach nicht mehr. Ne? Also ja. Das heißt, Sie haben das alles schultern müssen. Wie arbeiten Sie jetzt? Ja, also die Sache ist die, dass ich inzwischen auch berentet bin.
wie ich jetzt, wenn ich jetzt so sage, wir wursteln uns so durch, ja, das klingt jetzt sehr, ja, ich weiß nicht. Aber das trifft es ja, wahrscheinlich am ehesten, ne? Eigentlich, ja. Und vor allen Dingen, für mich ist es einfach so wichtig, dass ich auch noch, wie soll ich sagen, Beruf ist ja auch irgendwie ein bisschen Berufung. Und meine Berufung ist jetzt eben Aufklärung, ja. Und vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt das Thema Mama lernt Liebe, auch eben, dass es auch autistische Eltern gibt, autistische Mütter. Und gerade Mütter, die vielleicht denken, oh Gott, ich bräuchte Hilfe, ich hätte auch mehr Hilfe benötigt, ja, auch für meine Kinder. Dann, gut, die Miriam hat das jetzt sehr gut weggesteckt, sage ich mal so, aber vielleicht wäre es auch gut, wenn andere Kinder von autistischen Eltern Hilfe bekommen würden. Aber oftmals traut man sich ja nicht, weil man Angst hat, oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich habe die und die Schwierigkeiten, was passiert dann? Nimmt man mir dann die Kinder weg? Genau, eine ganz große Angst, die da aufkommt. Genau. Und medial ist es eigentlich eher dann ein Thema, dass man hört, ja, Steven Spielberg oder Bill Gates ist davon betroffen. Aber ich sag mal, von den normalen Menschen kriegt man das weniger mit. Was erleben Sie denn in Ihrer Arbeit in der Selbsthilfegruppe? Was können Sie da leisten? Also erstmal ist es so, dass in etwa 1%, gut 1% der Menschen autistisch ist, was ja bedeutet, dass sie garantiert schon vielen Autisten begegnet sind und wussten das überhaupt nicht, ja. Und jetzt müssen Sie mir nochmal helfen, was. Was können Sie leisten bei der Selbsthilfegruppe? Wie merken Sie, dass es vielleicht dann sogar auch leichter wird, sich im Alltag zu bewegen? Gibt es da Veränderungen? Also es ist einfach so, dass es schon sehr viel wert ist, wenn man auf andere Menschen trifft, die ähnliche Schwierigkeiten haben. Und für mich ist es auch teilweise auch leichter von anderen, wie soll ich sagen, mitzubekommen, wie sie mit verschiedenen Situationen umgehen, als wenn mir jetzt zum Beispiel irgendein Arzt sagt, das klingt jetzt so abwertend, soll es nicht sein, als wenn mir ein Arzt sagt, ja, machen Sie doch das und das und ich weiß ja gar nicht, wie sich das anfühlt. Ja, und der kann sich nur versuchen reinzudenken, aber Sie können es natürlich wirklich auch spüren. Genau. Und dann ist es so, dass ich mich wirklich verstanden fühle und dieses angenommen werden oder sich verstanden fühlen, das ist schon so viel wert, weil ich das so wenig kenne von der neurotypischen Welt, verstanden zu werden, angenommen zu werden. Jetzt habe ich eben schon angekündigt, dass es so eine besondere Begegnung war, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Wie war das damals? Ja, also es war so gewesen, dass ich einen Nebenjob angefangen habe, weil ich einfach, ja, Geld war immer knapp, also Geld gebraucht. Und ausgerechnet in einem Callcenter, was für Autisten eigentlich der komplette Horror ist. Aber da strömt so viel auf Sie ein. Ja, aber ich brauchte das Geld. Ja, und das war tatsächlich so, dass mich dann der Vorgesetzte in einen Raum geführt hat mit ungefähr 100 Menschen, die da gesessen haben. Und er hat gesagt, so, jetzt müssen wir jemanden finden, der sie anlernt. Und ich habe mich da umgeguckt und habe gedacht, ja, wie soll das denn gehen? Und wollte das Ganze abkürzen und habe dann einfach gesagt, ja, wer will mich? Und dann ist mein Mann aufgestanden, hat dann gerufen, hier ich. Und alle haben gelacht. Ich habe nicht verstanden, warum, aber ich bin dann zu ihm hin. Und ja. Das spricht auch für die direkte Kommunikation. Ja, genau, das war sehr direkt. Okay, zack. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, also natürlich war es erstmal schwierig. Also ich war noch verheiratet und es hat allerdings schon sehr gekriselt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich habe doch Gefühle für ihn entwickelt und bei ihm war es aber auch so und wir haben uns zufälligerweise mit einer Arbeitskollegin sehr gut verstanden und ich habe mit ihr darüber gesprochen, er mit ihr darüber gesprochen und die hat das dann irgendwie arrangiert, dass wir das beide dann erfahren haben. Also, die wurden verkuppelt. Ganz genau. Und und irgendwie war das so, wir waren zusammen und dann nie mehr getrennt. Also es ist wirklich so, dass es so gut passt, also ja, dass wir uns sehr gut verstehen. Wie ist es, weil es ja so häufig heißt, die Nähe ist so schwierig, wenn man diese Diagnose bekommt. Auf der anderen Seite funktioniert es ja sehr gut. Es kommt dann also auf den Menschen an, wo es gut funktioniert. Es kommt auf den Menschen an und mein Mann zum Beispiel sagt, dass er das viel unkomplizierter findet als bei anderen Frauen, weil ich einfach so klar sage, was ich möchte, was ich nicht möchte, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Also er weiß immer, woran er ist. Ist kein Rumgeeiere. Ganz genau. Und jetzt kommt vielleicht noch hinzu, dass er eher ein introvertierter Mensch ist. Also ich bin zwar Autistin, aber ich glaube, ich bin doch ein bisschen extrovertierter als er. Und dadurch, dass er dann, deswegen geht er auch nicht oft weg, also unabhängig von Corona. Also er war auch noch nie irgendwie jemand, der großartig weggegangen ist. Und von daher hat es immer ganz gut gepasst. Miriam, ich fand es eben ganz interessant, als Sie sagten, als Sie die Selbsthilfegruppe besucht haben, da wurde auch viel gelacht. Das merkt man Ihnen jetzt auch an, dass Sie einen guten Humor haben. Gibt es da so einen speziellen Humor? Haben Sie das festgestellt? Ja, ich kann ihn aber nur schlecht beschreiben. Ja, Humor lässt sich so schlecht in Worte fassen. Also ich kann jetzt nur von meinem Bruder sprechen, der hat manchmal einen kindlicheren Humor als vielleicht für einen 23-Jährigen üblich, aber kann man ihm auch nicht verübeln.
Ansonsten machen die auch ganz, also ich glaube, die machen weniger Witze, was so Sprichwörter anbelangt. Das fällt auf jeden Fall weg. Aber trotzdem, ganz normale Witze, denke ich ansonsten. Was haben Sie sich vorgenommen noch für die Aufklärungsarbeit? Man hat ja manchmal den Eindruck, Sie haben eben auch mal davon gesprochen, ja, es könnte eine moderne Diagnose sein. Man hat manchmal den Eindruck, ach, jetzt ist das Thema Autismus gerade irgendwie in den Medien. Aber Sie sind ja dabei, es langfristige Aufklärungsarbeit zu leisten. Was erhoffen Sie sich noch? Ja, einfach, dass es bekannter wird, dass es einfach ganz normal wird, dass niemand sagt, das ist ja heute noch so, wenn man hört Autismus, huhuhu, oder ich war jetzt schon ein paar Mal wenn ich zum fremden Arzt musste und einer tatsächlich, oh, was haben Sie denn jetzt hier für ein Spezialgebiet, was können Sie Streichhölzer zählen? Also jetzt mal im übertriebenen Sinne, aber so ähnlich war es tatsächlich schon, dass man einfach wegkommt von diesen, ach, das ist jetzt irgendwie besonders. Oder was man aus Filmen kennt. Genau. Und dass es einfach normal ist. Also wenn man nicht mehr so oft darüber sprechen muss, sondern dass es einfach wirklich normal ist, so wie jeder andere Mensch auch. Wir sind einfach nur Menschen. Das ist kein Science-Fiction, ne? Genau. Das war der perfekte Schlusssatz, kann ich mich nur anschließen und sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Birke Opitz-Kittel und Miriam Opitz.